Hallo Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Majora's Mask. Ja, warum bin ich gerade hier? Ich habe ja gesagt, wir machen ein paar Erledigungen. Und dabei bleibe ich auch. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir uns die Karte von Tingle holen. Aber aktuell... wo ist der? Der muss doch hier sein, oder nicht? Bin ich blöd? Ja, ich bin ein bisschen blöd in diesem Spiel, aber... Was? Okay, keine Karte von Tingle. Und zumindest weiß ich gerade nicht, was ich da gemacht habe. Dann würde ich sagen, wir holen uns die Maske, mit denen man Tiere anlocken kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Und mit der Karte würde es mir jetzt auch leichter fallen, sie zu finden. Aber ich glaube, die gibt es dahin. Und ich glaube, dann ist... Nein, da ist Tingle aber auch nicht. Ach nee, jetzt hab ich missgebaut. Okay, den klicken wir hier mal so ein bisschen weg, würde ich sagen. Den haben wir ja schon mal durchgeackert, den Typen hier. Okay, das müsste da oben sein, wenn nicht. Naja, erstmal jetzt hier so mal so nebenbei. Ich habe jetzt ewig gewartet, dass ich überhaupt endlich hin kann. Genau, hier spielt jemand Mucke. Und mit dem müssen wir sprechen. Link, machst du das bitte? Danke. Lalala, sie sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse. Und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Ja, das werde ich tun. Hochverehrtes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band. Mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich? Wie konnte ich? Wie war es nur möglich? Ein Menschen da unter Tieren. Ist er selbst auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum er? Warum nur der Hundekerl? Was war los mit mir? Was war los mit ihm? Oh, dieser Hund. Er war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen, die Maske von dem Hund. Ich war es, der es tat. Oder irgendwie geht das Lied, ne? Keine Ahnung. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauche sie nun nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Das sind wir. Du hast die Bremer. Puh, keine Ahnung. Maske erhalten. Diese Maske gehörte dem Leader einer tierischen Band. Besonders kleine Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Ja, gut, jetzt haben wir die Maske. Mit der kommen wir an die Hasenohren, oder zumindest besser an die Hasenohren. Vielleicht hätten wir das auch ohne. Ich weiß es leider nicht. Ich habe das jetzt auch leider nicht gespielt, Leute. Man möge es mir verzeihen, dass ich jetzt das nicht vorgespielt habe, weil es hätte ewig gedauert. Das Problem ist einfach, das hier kann ich nur in der Nacht machen. Das hat ja schon eine recht hohe Wartezeit, bis man dann endlich loslegen kann. Und dann geht's ja damit weiter, dass wir... Tingle, wo bist du? Der muss doch hier sein. Das gibt's doch gar nicht. Bild ich mir das ein? Vielleicht komme ich an das Herzteil ran. Ich könnte das ja mal versuchen. Kann man hier hochlaufen? Ja. Gut, dann... So? Ja, cool. Wieder was geschafft. Du hast ein Herz gefunden. Du hast bereits drei Teile eingesammelt. Finde ein weiteres, um deine Energieleiste zu erweitern. Ja. Gut. Und ich habe zumindest gehört, dass ich die Hasenmaske nur am... Achso, ich darf schon raus. Okay, weil ich schon draußen war vorhin. In meiner Langeweile des Wartens habe ich ja ein paar Rubine gesammelt. Weil ich ja eigentlich mit Tingle reden wollte wegen der Karte für die Stadt. Gut, die kriege ich jetzt nicht, macht nichts, ist nicht so wild. Jetzt haben wir nur das Problem. Angeblich geht das erst in der dritten Nacht. Das ist ewig, Leute. Das dauert ewig. Ich habe zwar gehört, man kann auch irgendwie das. Man kann die Zeit zum einen schneller stellen. Das wurde mir schon erzählt, dass ich die Hymne der Zeit
rückwärts spielen muss. Das werde ich auch im Tempel sofort machen. Allerdings, man kann die Zeit auch irgendwie schneller stellen, meine ich. Da weiß ich aber leider nicht wie. Und deswegen müssen wir mal schauen. Ich werde erstmal versuchen, ob das so klappt. Also, dass ich, die Hasenmaske so bekomme. Die gibt's in der Ranch. Und man soll irgendwas mit, Hühnern machen. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Also, deswegen müssen wir mal schauen. Da kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Ich bin gespannt. Ihr dürft gespannt sein, ob ich es hinkriege. So klappen, ne? Wohl nicht so schwer. Blöd ist nur, ich muss jetzt gleich 2 Tage durchwarten. Stündchen fast. Na. Oh Gott. Also das ist echt so eine Sache. Was war das denn? Das hätte nicht sein müssen. Also, dass man jetzt wirklich da warten muss. Was soll das? Nintendo, bitte, ich bitte euch, dann gebt mir da jeden Tag die Möglichkeit. In der Milchstraße. Oh, da ist Tingel. Aber der verkauft mir doch bestimmt nur Karten für diesen Mist. Außerdem habe ich jetzt keine Münzen mehr. Rubine. Rubine meine ich natürlich selbstverständlich. Ach komm, was soll's? Dich aktivieren wir einfach mal. Kann ja nie genügend solche Teleporter haben. Und wo geht's hier lang? Rennbahn der Gorman-Brüder. Heimat der wagemutigen Pferdekenner. Anfänger sind herzlich willkommen. Besuchen Sie uns. Nee. Gucken vielleicht. Ich guck erstmal, was hier so abgeht. Hier ist dicht. Und hier sieht es eigentlich auch nicht so aus, als könnte ich weiter. Oder ist er am dritten Tag fertig damit? Jemand, der wohl nur Unfug im Kopf hat, hat die Straße zur Romani-Ranch blockiert. Ich bin gerade dabei, diesen Felsen aus dem Weg zu schaffen. Okay, das würde erklären, dass es erst am dritten Tag geht. Na gut, vielleicht liegt es echt daran. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, dann gucke ich mal einfach da bei dem Pferderennen Veranstaltungs Germani, Brüder, Germani, wie auch immer. Gucken, ob da irgendwie was geht. Und wenn nicht, dann müssen wir mal schauen, ob. Ach, guck mal hier, der sieht aus wie Waluigi. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen an Mario und Luigi angelehnt, aber halt ein bisschen anders und deswegen ein bisschen wie Waluigi. Okay, geht aber auch nichts. Schön. Ja, dann bleibt ja eigentlich nicht mehr viel, ne? Da kann ich ja jetzt nur sagen, ich sitze die Sache aus. Und natürlich könnte ich jetzt auch einfach 4 Parts hochladen, wo ich einfach nur dastehe und warte. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich würde sagen, Leute, ich schneide mal kurz weg und für euch ist das dann also jetzt in der nächsten Sekunde da. Bis gleich. So, Leute, ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ob das auch tagsüber geht, aber zumindest ist der Stein weg. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken da jetzt auf jeden Fall erstmal nach. Ich muss ja nicht unnötig lange warten, ne? Ich warte ja sowieso schon ewig und 3 Tage. Mann, der Mond ist schon verdammt nah. Da ist das wahrscheinlich mit den Hühnern. Romani Ranch. Okay, hier ist nix. Gut. Also, gucken wir mal. Ah, die schöne Musik aus Ocarina of Time, wie auch bei der Lon Lon Farm. Das ist gut. Da fühlt man sich doch gleich wohl. Na, wie heißt das Mädchen denn hier? Hat die hier einen anderen Namen, oder? Wie heißt sie denn? Maron? Wahrscheinlich. Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Ja. Kommen wir nicht dran, ist mir auch relativ egal gerade. Aber sie ist ja vollkommen fertig. Hoch? Du. Wie. Wer bist du eigentlich? Okay,
Ja, okay, da geht nichts irgendwie. Dann haben wir, was haben wir denn alles? Was mich interessieren würde, wo ist das mit den Hühnern? Da hinten? Da. Und der sagt mir jetzt wahrscheinlich nur nachts offen, komm doch wieder. Gut, dann machen wir das auch, ne? Das auf jeden Fall. Also das wird hier heute erledigt. Aber es sieht so aus, als könnte ich das jetzt schon machen. Hühnerschuppen. Keiner da? Hallo? Da sitzt doch jemand. Aber der verkauft mir doch Erbsen. Oder ist er das nicht? Der ist ein anderer. Mein Großvater hat's mir gesagt. Der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ach ja. Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Okay, ist das doch heute Nacht? Puh, mach keinen Scheiß jetzt. Na gut, dann würde ich mal behaupten, wir gehen erstmal so ein bisschen die Farm hier erkunden. Und gehen dann heute Abend zu dem, ne? Was bleibt sonst übrig? Nichts. Was gibt's denn hier Schönes? Hunderennbahn. Mhm. Das mache ich nicht. Was willst du hier an einem Tag wie diesem? Das ist Mamamoo Jans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Der Mindesteinsatz beträgt 10 Rubine. Hast du Interesse? Nein. Oh, tatsächlich? War die jetzt unfreundlich oder nicht? Ich bin mir unsicher. Ich behaupte einfach mal, das war unfreundlich von ihr. Das hörte sich zumindest. Las es sich am Anfang doch so. Okay, was haben wir hier noch? Mann, der Mond ist gruselig. Verdammt dicht dran. Wir haben ja auch schon fast Nacht. Was hängt da oben eigentlich? Sollte ich den vielleicht mal abschießen? Nö. Warum denn? Gucken, was gibt's hier? Hier gibt's wahrscheinlich... Da ist eine Kuh abgebildet. Das sieht zumindest ein bisschen aus wie eine Kuh. Also denke ich mal, hier gibt's Milch. Romanis Haus. Unten ist gar nichts los. Und hier oben... Oh, vielleicht finde ich ja irgendwo ein Herzteil hier. Das wäre natürlich auch schön. Da würde ich mich freuen. Hier gibt's ja gar nichts. Toll. Zeitverschwendung hoch 10 wieder mal. Okay, egal. Ein Häuschen gibt's da ja noch. Meine Nase juckt wie wild. So. Stall oder Rohbau, wie auch immer. Hier wohnt jemand, da lebt jemand. Nein, hier ist zumindest jemand. Oh, es tut mir leid, ich bin ein wenig abwesend. Meine kleine Schwester, sie... Was sollen wir nun tun? Unsere wertvollen Kühe. Hätte ich doch nur Romanis Geschichten Glauben geschenkt. Sagst du mir noch was? Ja, aber da stand doch was, was stand da? Hätte ich das jemals geahnt, dann hätte ich niemals... Weil mir kommt gerade noch eine Idee. Ich könnte doch einfach mal da die Maske... aufsetzen da hinten. Okay, ich gehe da jetzt nochmal hin. Na, schaffen wir noch so gerade. Das vielleicht in ein paar zu quetschen... Wieder bei eng. Überziehen? Ja, müssen wir. Nur ziehen wir ein kleines bisschen, aber. Oder? Wir lassen uns überraschen. So, mal gucken. Angeblich sollen die Tiere dann ja zu mir kommen.
Aber irgendwie tut sich da nicht viel. Ah gut, okay Leute, ich würde sagen, ich beende den Part doch an dieser Stelle. Und wir schauen uns das Ganze bei Nacht nochmal an. Ich will dich gar nicht ansprechen. Mach weg. Mach doch weg. Okay Leute, also wir gucken uns das im nächsten Part an. Bis dann und ciao. Hier war Wollo.